Beratungen der Bundesregierung mit meinem Bundeskanzler, dem Herrn Vizekanzler, dem Gesundheits- und Innenminister, und ich ersuche um das erste Statement durch den Herrn Bundeskanzler. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kollegen in der Bundesregierung. Ich hoffe, Sie alle hatten trotz der Corona-Krise halbwegs schöne Osterfeiertage. Und ich darf gleich nach Ostern mit einer positiven Nachricht beginnen. Wir sind auf Kurs. Die Zahlen der Infektionen entwickeln sich gut. Die Zahlen der Neuansteckungen, aber auch der Hospitalisierungen gehen in die richtige Richtung. Und der Grund dafür sind Sie alle, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Disziplin, für Ihr Durchhaltevermögen, auch für Ihre Geschlossenheit bedanken. Wir haben die Notbremse nicht ziehen müssen, die wir vorgesehen haben, sondern wir haben nach wie vor konstant eine gute Entwicklung der Zahlen in Österreich. Wir können daher wie geplant heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen. Mit heute sind kleine Geschäfte in Österreich geöffnet. Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiterhin und dort, wo es möglich ist, sollte auch weiterhin zu Hause gearbeitet werden, also sprich wie bisher auf Homeoffice zurückgegriffen werden. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass die Situation nicht so ist, wie sie früher einmal war, dass unser Leben nicht so ist, wie wir es kennen und schätzen, sondern es ist eine neue Form der Normalität, aber es ist zumindest heute ein erster Schritt in Richtung Öffnung, der möglich geworden ist. Unser Zugang in den nächsten Monaten wird ganz klar sein, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und entlang dieser Leitlinie werden wir in den nächsten Wochen versuchen, dem Fahrplan zu folgen, den wir als Bundesregierung ausgearbeitet haben. Ich sage aber dazu, sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, dann werden wir selbstverständlich die Notbremse ziehen, die wir vorgesehen haben für den Fall, dass es notwendig wird. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, bedanken für diese unglaubliche Entbehrung, für diesen unglaublichen Verzicht, den Sie in den letzten Wochen aushalten mussten. Aber diese Entbehrung, dieser Verzicht, dieses Abstandhalten, auch die Disziplin, das Maskentragen dort, wo es notwendig ist, das macht es möglich, dass wir heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen können, dass wir die kleinen Geschäfte öffnen können und ein Stück weit uns wieder dem Leben annähern können, das wir in Österreich gewohnt waren und das wir alle so lieben. Wir haben als Bundesregierung natürlich auch in einigen Bereichen über das Wochenende versucht, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Und ein Bereich, in dem natürlich die Bevölkerung ganz dringend schon auf Antworten wartet, ist der Bereich der Sportveranstaltungen, des Sports im Allgemeinen, aber auch der Kultur und der Großveranstaltungen. Der Vizekanzler wird da gemeinsam mit dem Innenminister am Mittwoch und am Freitag einen Überblick geben, damit es in diesen Bereichen auch Gewissheit gibt, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Darüber hinaus danke ich dem Innenminister, der auch heute wieder einen Überblick geben wird, wie sich die Polizeieinsätze entwickelt haben und wie groß die Disziplin auch im öffentlichen Raum in Zeiten der Corona-Krise ist. Und darüber hinaus ein Danke noch an den Gesundheitsminister dafür, dass jetzt auch stärker noch die besonders gefährdeten Gruppen geschützt werden. Es gibt hier nicht nur einen Fokus auf diese Gruppen, sondern auch bei den Testungen eine Schwerpunktsetzung auf Pflege, Spitäler, Menschen mit Behinderungen und den Gesundheitsbereich ganz im Allgemeinen. Das soll ein weiterer Schritt dazu sein, dass wir diese besonders gefährdeten Menschen, nämlich Ältere oder Menschen auch aufgrund von Behinderungen, die einfach stärker unter der Krankheit leiden würden, wenn sie sich anstecken, dass diese ganz besonders geschützt werden. Abschließend möchte ich festhalten, dass wir uns nicht nur
bemühen, humanitär besser durch diese Krise zu kommen als andere, sondern selbstverständlich auch wirtschaftlich schneller wieder aus dieser Krise herauskommen wollen als andere Staaten. Die Öffnung der Geschäfte ist hier ein wichtiger Schritt. Ich bin aber darüber hinaus froh, dass das Modell der Kurzarbeit angenommen wird und wir so Arbeitsplätze retten können, die ohne dieses Modell gefährdet werden. Und dass auch das 38-Milliarden-Paket gut angenommen wird, von den Unterstützungszahlungen bis hin zu den Garantien. All das sind wichtige Instrumente, um die österreichische Wirtschaft in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen und Arbeitsplätze in unserem Land zu retten. Abschließend danke an die gute Zusammenarbeit in der Regierung, auch über die Ostertage, Herr Vizekanzler, geschätzte Kollegen in der Bundesregierung, und natürlich ein ganz großes Danke an Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Bitte bleiben Sie weiterhin stark, bitte halten Sie weiterhin durch. Die Krise ist noch lange nicht überstanden, aber wir sind froh über das, was wir gemeinsam bisher erreichen konnten, dass wir in Österreich zumindest das Schlimmste verhindern konnten und heute sogar einen ersten Schritt in Richtung neue Normalität gemeinsam machen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich ersuche um das Statement durch den Herrn Vizekanzler. Bitte schön. Ja, danke auch für die gute Zusammenarbeit, gerade eben auch noch über die Ostertage. Zweitens, Dank natürlich an die Bevölkerung und an alle, die hier in Österreich leben, dass sie sich in den Ostertagen auch so über weiteste Strecken, wie wir, denke ich, hören werden, so vorbildlich verhalten haben. Gemeinsam ist ja aufgrund dieses gemeinsamen Auftretens derer, die hier Empfehlungen abgeben und Maßnahmen vorgeben, aber vor allem durch Ihr Mitwirken, geschätzte Bevölkerung, ist es ja gelungen, dass wir hier so viel erreicht haben in Österreich. Und weil wir so viel erreicht haben, ist es auch möglich, wenn man das jetzt international vergleicht, dass wir früher wieder mit Lockerungsmaßnahmen beginnen können. Also wer den Blick auf die Zahlen nicht scheut, der wird sehen, dass die entsprechenden Kurven hier sich nicht nur abgeflacht haben, sondern in bestimmten Indikatoren wir feststellen können, dass die Zahlen sogar schon wieder zurückgehen. Das macht eben den Unterschied zu vielen anderen und vergleichbaren Ländern, weil wir eben so rasch und konsequent dran waren. Aber das Stichwort ist ja schon gefallen. Wir haben einen Lockerungsplan jetzt für die nächsten Wochen, einen Fahrplan, wenn Sie so wollen, mit dieser eingebauten Notfallsbremse. Und darf da die Methode noch in Erinnerung rufen, die wir uns vorgenommen haben. Wir werden in 2 bis 3 Wochen Schritten verfolgen. Das scheint uns ein Abstand, ein zeitlicher, wo wir das Wirken der jeweiligen Maßnahmen oder auch Lockerungen nachverfolgen können, dass wir hier natürlich genau darauf achten werden, dass die Zahlen nicht wieder steigen. Solange es gelingt, die Ansteckungsraten und die Ausbreitungsgeschwindigkeit dort gering zu halten, wird ja weiteres möglich sein. Und wir müssen nur deshalb genau darauf achten, weil ja die Durchseuchungsrate derart gering ist in der Bevölkerung, was ja die umgekehrte Seite der Medaille ist, des Erfolgs der Maßnahmen, dann ist es natürlich klar, dass bei Unachtsamkeit die Kurven nicht nur steigen, sondern dass sie wieder explosionsartig steigen. Und darauf müssen wir achten, und das werden wir auch immer mit dem Ziel, und da ist ja herausragendes gelungen, dass das Gesundheitssystem nicht in seinen Kapazitäten gesprengt wird. Nun, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die nächsten Schritte, wo wir daran denken, Lockerungen vorzunehmen. Es wurde ja schon angedeutet, wir werden morgen für den Sportbereich einige, nicht nur Ankündigungen machen, sondern genauere Maßnahmen vorstellen können. Das betrifft jetzt einmal die Sportstätten auch dann, so viel kann man schon sagen, weil die Sportausübung im Freien ist ja jetzt unter gewissen Einschränkungen ja durchaus erlaubt und wenn Sie so wollen, als gesundheitliche Maßnahme durchaus erwünscht. Aber morgen soll es dann um die Sportstätten gehen. Es wird Sie nicht wundern, wenn wir die Logik und den Hausverstand walten lassen, der uns sagen wird, dass Outdoor-Veranstaltungen leichter zu organisieren sind als Indoor-Veranstaltungen, auch was die Sportstätten selber betrifft, und Einzelsportarten oder jene Sportarten, wo man ausreichend Abstand halten kann,
einmal schneller drankommen als jene, die Mannschaftssportarten sind oder gar Kampfsportarten. Und für den Kultur- und den sonstigen Veranstaltungsbereich werden wir gegen Ende der Woche die nächsten Lockerungen ankündigen können. Das ist es hier im Wesentlichen. Wir sind natürlich mit allen hier in Verbindung, gerade auch was den Sport betrifft, der ja hier für viele im besonderen Interesse steht, auch was den Spitzensport betrifft. Und wir werden hier, wenn wir beispielsweise nur den Fußball herausnehmen, es soll aber nicht das Einzige sein, heute noch und morgen mit dem ÖFB, mit den Verantwortlichen der Bundesliga hier konferieren, um zu schauen, was möglich ist. Unsere Aufgabe als Politik ist es, Möglichkeiten zu schaffen, Einschränkungen so viele wie notwendig, aber Freiheiten so viele wie möglich. Und dann können, sollen und dürfen die jeweiligen Sportverbände selber auch mitentscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun können. Diese Entscheidung können wir ja nicht abnehmen, aber wir wollen hier die entsprechenden Rahmenbedingungen vorgeben, dass auch hier Planungssicherheit einkehrt. Letztes, ja, Sie sehen und hören ja, dass wir im Sport- und Kulturbereich auch länger gewartet haben mit den Lockerungen. Allerdings sollen alle gewiss sein, dass ja auch hier mit Hochdruck an den entsprechenden Entschädigungsfonds gearbeitet wird. Teilweise passen die bestehenden Fonds schon auf einzelne Vereine im Sportbereich und für alle, insbesondere die nicht gewinnorientiert sind, wird das ja in diesen Tagen ebenfalls fertiggestellt, sodass auch im Sport- und im Kulturbereich und im allgemeinen Veranstaltungsbereich das Ziel eingehalten werden soll, dass niemand mit seinen Schäden und mit seinen Kosten alleine zurückbleibt. Dankeschön. Dankeschön, Herr Vizekanzler. Ich ersuche um das Statement des Gesundheitsministers. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite eine positive Bestandsaufnahme. Ich kann Ihnen ein paar Detailzahlen präsentieren, die das, denke ich, sehr gut unterstreichen können, dass wir heute wirklich Anlass dazu haben, was die erste Etappe unseres Marathons betrifft, von einem durchaus großen Erfolg zu sprechen. International breitet sich zwar die Pandemie weiter auf eine wirklich besorgniserregende Art und Weise aus. Wir haben weltweit mittlerweile über 1,9 Millionen bestätigte Erkrankungsfälle, 120.000 Todesfälle. Auch in den letzten 24 Stunden ist die Zahl der Todesfälle wieder deutlich gestiegen, vor allem in den USA, dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien mit Zahlen in Europa bei diesen genannten Ländern zwischen 700 und 300 Todesfällen. Wir können aber in Österreich wirklich davon ausgehen, dass dieser Versuch, den wir gemeinsam realisiert haben, nämlich mit sehr starken Maßnahmen, dass die Zuwachsraten, die wir hatten, Mitte des März, da waren wir bei 40, 42, 46 Prozent Tageszuwachs. Eine dramatische Situation hat es damals gegeben. Wir konnten mit Maßnahmen, die offensichtlich richtig waren und zum richtigen Zeitpunkt gesetzt wurden, diese Zuwachsraten dramatisch verringern, absolut das Ziel erreichen. Und da gibt es einen, der dafür verantwortlich ist, und das ist die Bevölkerung Österreichs. Großartig, wie die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier mitgemacht haben und bewiesen haben, dass jeder Einzelne und jede Einzelne ein Teil der Lösung ist. Nur so hat es funktionieren können. Ich zeige Ihnen ein paar Zahlen und Grafiken. Wir sind mittlerweile beim 10. Tag, wo die tägliche Zuwachsrate mittlerweile unter 3% ist. Heute sind wir im Vergleich zur Situation vor 24 Stunden bei einem Plus von 0,8%. Das ist der bisherige Rekordwert im Positiven. 0,0 ist das Ziel, aber schrittweise nähern wir uns dorthin an. Das ist ein Plus von 107 Neuerkrankungsfällen und das ist tatsächlich eine sehr, sehr beachtliche Entwicklung. Ähnlich die Situation bei der Frage der Doppelungszahlen, für uns immer ein Indikator gewesen und bis heute ein Indikator, wie viele Tage braucht es bis zur Verdoppelung der Zahlen. Da waren wir am Beginn Mitte März, Sie können sich sicherlich erinnern, bei alle drei Tage eine Verdoppelung.
Mittlerweile sind wir bei 39 Tagen, eine Verdoppelung, auch das ein schönes Indiz dafür, dass der Kurs stimmt, dass die Richtung stimmt, dass das Unterfangen grundsätzlich gelungen ist. Und wir haben auch die erfreuliche Situation seit mittlerweile 4. April, dass täglich die Zahl der Neugenesungen größer ist als die Zahl der Neuerkrankungen. Die Neugenesungen sind da jeweils grüne Balken, in Summe eine sehr positive Gesamtentwicklung. Wir haben mittlerweile in Österreich 7.542 Genesene und das ist die Zahl, die abzuziehen ist von den 14.147 Gesamterkrankten. Die Statistiker haben sich auch angesehen, die Frage der aktuellen Fälle im internationalen Vergleich, nämlich nach Ländern pro 100.000 Einwohner, also pro Kopf, heruntergerechnet. Die rote Kurve ist die Kurve Österreichs. Auch da sehen wir, dass das schön und positiv in die richtige Richtung in den letzten Wochen gegangen ist. Noch einmal eine Bestätigung. Und Österreich ist auch, was die Zahl der Todesfälle betrifft, wieder auf 100.000 Einwohner gerechnet. Hier gemeinsam mit Deutschland vergleichsweise sehr gut unterwegs. Das ist die Gesamtsituation. Und vielleicht auch noch ein positiver Aspekt bei dieser Gesamtbewertung. Die Zahl der Testungen konnte mittlerweile auf 152.000 in Österreich gesteigert werden. Wir sind damit durchaus auch im internationalen Ranking mit unter den besten Ländern, was die Zahl der Testungen betrifft. Aktiv Erkrankte heute 6.168, auch diese Zahl sinkt schön. Das war die erste Etappe und die erste Etappe haben wir uns eigentlich am Beginn gedacht, wird die schwierigste. Ich bin überzeugt davon, die zweite Etappe wird noch deutlich schwieriger, denn hier geht es jetzt um das Steuern, um darum zuzulassen, schrittweise eine Öffnung zu realisieren und gleichzeitig aber trotzdem die Entwicklung des Virus unter Kontrolle zu halten. Das ist die oberste Maxime dabei. Der Appell deswegen auch von meiner Seite, verantwortungsvoll jetzt vorzugehen, seitens der Bevölkerung verantwortungsvoll und maßvoll und diese schrittweise gesicherte Öffnung so zu verwirklichen, dass unsere Grundregeln tagtäglich weiter gelebt werden, nämlich der Mindestabstand, die Hygienemaßnahmen und die Verkehrsbeschränkungen, die in Summe dafür gesorgt haben, dass wir das erreicht haben, was wir hier heute vor uns haben. Wir werden diese Entwicklung sehr, sehr genau begleiten. Was ist nämlich die Schwierigkeit dabei? Die Schwierigkeit ist, dass neue Infektionen sich immer erst nach 10, 12, 14 Tagen in der Statistik niederschlagen. Das heißt, das wäre dann zu spät. Deswegen kontrollieren wir aktuell, laufend, begleitend mit zwei großen, hauptsächlich mit zwei großen Maßnahmen. Einerseits Zielgruppentests. Da wird es vor allem um die Mitarbeiterinnen im Handel gehen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Handel. Und zweitens vor allem den großen Schwerpunkttest, der bereits angesprochen wurde vom Bundeskanzler, nämlich einerseits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Gesundheitsberufen, ein Teil des Schwerpunktprogramms, und zweitens Bewohnerinnen in Alten- und Pflegeheimen im großen Bereich. Ich kann zum Schluss Ihnen noch schildern, ich bin heute in der Früh mit dem Zug von Linz nach Wien gefahren, dann mit der U-Bahn weitergefahren, was ich erlebt habe, dann noch eine kleine Runde im Volksgarten gedreht. Das, was ich erlebt habe, das sind extrem disziplinierte, engagierte Menschen, alles absolut genau so, wie wir ersucht haben, nämlich das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes einwandfrei, die Abstandsregeln super eingehalten und auch der erste Zwischenbericht der ÖBB, der uns sagt, dass etwa ein Viertel mehr Fahrgäste heute früh waren, zeigt, dass diese Begleitmaßnahmen, nämlich der Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln, super eingehalten wurden, alle sehr, sehr diszipliniert sind. So soll es bleiben, so soll es weitergehen.
damit wir die Notbremse nicht ziehen müssen. Es wird jetzt von jedem Einzelnen abhängen. Jeder Einzelne wird auch in den nächsten Tagen und Wochen ein Teil der Lösung sein, ein Teil der Lösung sein müssen. Wenn uns das so gelingt wie in den letzten Wochen, dann bin ich durchaus optimistisch, dass wir das Virus weiter unter Kontrolle halten können. Das ist die oberste Maxime und daran arbeiten wir mit aller Konsequenz. Vielen Dank. Herr Innenminister, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Osterwochenende, das jetzt hinter uns liegt, das wird sicherlich im kollektiven Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher, der Menschen, die in Österreich leben, sich tief verankern. Es war ein Osterwochenende, das wir in dieser Form allesamt noch nie erlebt haben, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz waren. Sie müssen sich vorstellen, ein klassisches Osterwochenende ist für die Polizei eine Herausforderung, gerade auf der Verkehrsüberwachung. Viele Menschen sind unterwegs. Es gilt, die Unfallzahl zu reduzieren, Geschwindigkeitsübertretungen zu ahnden. Das ist ein klassisches Osterwochenende für den Polizeidienst, Einbruchsdiebstähle dort zu verhindern, wo die Menschen auf Urlaub fahren. All das hat sich jetzt verändert. Warum? Weil jetzt auch die Polizistinnen und Polizisten gerade auch an diesem Wochenende darauf geachtet haben, dass die Ausgangsbeschränkung eingehalten wird, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird, dass das, was den Menschen so viel abverlangt, zu Ostern, dass so eine besondere Zeit ist, keine Freundinnen, keine Freunde, die Eltern, die Verwandten nicht treffen zu können, dass das auch tatsächlich passiert. Es wurden über 2000 Anzeigen ausgeführt und vollzogen. Es wurden 380 Organstrafmandate ausgestellt. Das ist die neue Form, dass die Polizei die Möglichkeit hat, auch hier einzuschreiten. Aber das, was der Gesundheitsminister schon vorher angesprochen hat, der Bundeskanzler und vor allem auch der Vizekanzler, die Menschen haben sich vorbildlich daran gehalten. Man sieht es an den Zahlen im Vergleich zum letzten Wochenende, obwohl der Druck an diesem Wochenende so hoch war, so groß war, dass man Freunde, Verwandte besucht, sich trifft miteinander. All das ist Gott sei Dank nicht passiert. Das sieht man auch in der Anzeigenstatistik. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein großes Danke zu sagen, den Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung, den Soldatinnen und Soldaten, die im Assistenzeinsatz eine ganz wichtige Unterstützung für die Arbeit der Polizei sind, weil sie die Einsatzkräfte freispielen und auch da Großartiges leisten und das Gesamte dazu führt, mit der Kooperation, mit der Bevölkerung, die Polizei ist der Partner der Menschen hier in Österreich, dass wir diese Maßnahmen so gemeinsam getragen haben, die auch dann zu diesem schönen Zahlenergebnis geführt hat, das der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister und der Vizekanzler vorher auch schon angesprochen haben. Verkehrsüberwachung musste aber dennoch stattfinden und man sieht an diesen Zahlen, wie sehr die Maßnahmen der Bewegungsbeschränkung funktioniert haben. Leider noch nicht genug, um die Unfalltoten zu vermeiden. Wir hatten 4 Verkehrstote dieses Wochenende, dieses Osterwochenende, im Vergleich zum letzten Jahr um 50% weniger Tote. 171 Verletzte. Auch da ist ein starker Rückgang von über 67%. Wir hatten leider auch diesmal 145 Alkohollenker. Auch da eine ganz wichtige Arbeit der Polizei, immer wieder durch Kontrolltätigkeiten den Druck so zu erhöhen, dass die Menschen eben nicht fahren und trinken. Dann leider, aber trotzdem, wenn es passiert, auch hier bei diesem Wochenende eine deutliche Reduktion im Vergleich zu den letzten Ostern. Jetzt gibt es auch eine Fülle von neuen Maßnahmen, die mit heute in Geltung treten. Was ist jetzt erlaubt? Erlaubt ist jetzt, dass kleinere Geschäfte aufsperren bis 400 Quadratmeter, die Baumärkte. Und da besonders wichtig ist es aber, wenn ich solche Geschäftslokale betreten möchte, brauche ich den Mund-Nasen-Schutz. Sie wissen, das sind die Masken, die man alle kennt, die man auch im Lebensmittelhandel bekommt. Aber es ist auch das Halstuch, das vor Mund-Nase gezogen wird, der Schal, um eben sein Gegenüber zu schützen. Sie wissen, der Mund-Nasen-Schutz ist in erster Linie in Rücksichtnahme auf mein Gegenüber. Wenn wir uns alle dran halten, wenn wir auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wenn wir in Fahrgemeinschaften unterwegs sind, dann haben wir eine Chance, das Infektionsrisiko für mein Gegenüber zu reduzieren. Noch ein kleiner Hinweis, es war heute am Morgen schon feststellbar an den Baumärkten, die jetzt auch geöffnet haben, ist viel los. Die Menschen nutzen die Gelegenheit, um den Garten wieder herzurichten, den Balkon oder Renovierungsarbeiten in den Wohnungen durchzuführen. Da meine Bitte, der Baumarkt bleibt geöffnet. Es muss nicht alles gleich heute passieren, wenn man einkaufen geht. Bisher aber auch da die Berichte der Polizei, die vor Ort ist und Streifentätigkeiten durchführt, eine hohe Disziplin. Und auch da an die Regeln halten der Österreicherinnen und Österreicher. Gleichzeitig sind wir gefordert, wenn wir Schritt für Schritt jetzt die Maßnahmen neu definieren, wenn mehr wieder möglich ist, auch an Bewegung,
müssen wir besonders darauf achten, dass, sollten Neuinfektionen ausbrechen, rasch reagieren können. Daher ist das Innenministerium der Partner des Gesundheitsministeriums in der Frage des Containments, wie wir auch da rasch und effizient Möglichkeiten haben werden, um in Zukunft, sollten wieder Infektionsherde auftreten, möglichst rasch zu reagieren. Denken Sie daran, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausgangsbeschränkungen sind weiter in Kraft, sind wichtig. Der Sicherheitsabstand, der berühmte Meter, ist so wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen. Es gelten nach wie vor die 4 Gründe, das Haus zu verlassen. Wenn man arbeiten geht, wenn man einkaufen geht, jetzt in mehr Möglichkeiten als vorher, wenn man sich um einen anderen Menschen kümmert und, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt, wenn man Sport betreibt, beziehungsweise spazieren geht, um einfach da auch auszulüften. Diese Ausgangsbeschränkungen bleiben bis auf Weiteres aufrecht. Sie sind notwendig, damit wir diesen erfolgreichen Zahlentrend, den wir heute gehört haben, auch tatsächlich gemeinsam umsetzen können und erreichen können. Ich bitte alle weiterhin mitzumachen. Die Polizei ist der Partner der Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam haben wir die Chance, dass wir irgendwann einmal wieder zu dem Punkt kommen, wo wir diese Maßnahmen nicht mehr brauchen werden. Danke. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Die erste Frage von der APA und dann kommen wir gleich zum ORF. Bitte, erste Frage APA. Die Frage geht an den Bundeskanzler. Es gibt immer mehr Kritik, dass manche Gesetze, Verordnungen zu Covid-Maßnahmen nicht verfassungskonform sind. Denken Sie da an Reparaturen, Korrekturen oder lassen Sie es darauf ankommen, dass es Klagen gibt? Schauen Sie, wir leben in einer besonderen Zeit, in einer besonderen Herausforderung. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir schnell gehandelt haben und dass es funktioniert. Das Gute an den Covid-Maßnahmen ist, dass sie teilweise, oder was heißt teilweise, dass sie de facto ja nicht für die Dauer gedacht sind, sondern teilweise für längere Zeit und teilweise vielleicht sogar nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Und insofern wird die Überprüfung, ob sie verfassungskonform waren oder nicht, zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich stattfinden, wo viele dieser Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. Jetzt sollen sich natürlich alle Juristen, die im Gesundheitsministerium an den entsprechenden Verordnungen und Erlässen arbeiten, bemühen, dass alles verfassungskonform abläuft. Ich bin auch überzeugt, die tun das, die geben ihr Bestes, aber ich bitte trotzdem um etwas Nachsicht, dass das eine Ausnahmesituation ist, dass das eine noch nie dagewesene Situation ist und insofern würde ich diese juristischen Fragen in diesem Bereich auch nicht unbedingt überinterpretieren. Wichtig ist, dass die Menschen mitmachen, dass sich alle dran halten und dass die Republik funktioniert. Und daher einen großen Dank an alle, die hier einen Beitrag leisten, allen voran die Bevölkerung, aber auch alle, die in den Ministerien arbeiten, auch an die Juristen in den Ministerien, die in einer nicht leichten Situation versuchen, ihr Bestmögliches zu geben. Und ob das alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung war oder nicht, das wird dann am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden, aber wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. ORF, bitte mit der nächsten Frage. Ich hätte zwei Fragen. Das eine, weil die Baumärkte angesprochen wurden, da sieht man extremen Andrang. Sie sprechen selber von einem Andrang wie einen sehr, sehr starken Einkaufssamstagen. Wenn Sie das überrascht, inwiefern fließt das in die weitere Beurteilung der nächsten Schritte ein? Und andere Länder wie Dänemark, die beginnen ihre Lockerungen mit Kindergärten und Schulen. Was ist da die Entscheidungsgrundlage, dass in Österreich Schulen und Kindergärten frühestens ab Mitte Mai aufsperren werden und unterrichten? Also zur ersten Frage, nein, das überrascht uns nicht. Die Geschäfte waren jetzt lange Zeit geschlossen. Dass es insbesondere in Baumärkten da einen großen Andrang geben wird, damit haben wir gerechnet. Kann da die Bitte des Innenministers an die Bevölkerung noch einmal unterstreichen. Die Geschäfte haben jetzt wieder länger offen. Man muss nicht unbedingt am ersten Tag einkaufen gehen. Alle, die sich da etwas mehr Zeit geben und vielleicht erst am Mittwoch oder am Donnerstag in die Geschäfte gehen, die helfen mit, dass es hier nicht zu einer Überlastung kommt. Aber wir haben, nachdem wir damit gerechnet haben, ja die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen und den Geschäften mitgegeben. Das heißt, es ist eine begrenzte Zahl an Menschen nur erlaubt in den Geschäften. Es ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen und all das führt dazu, dass es auch mit einem großen Ansturm bewältigt werden kann. Die Berichte, die ich bisher bekommen habe, die zeigen, dass zwar viel los ist, das stimmt, aber dass die Menschen äußerst diszipliniert sind, der Sicherheitsabstand eingehalten wird und die Masse der Menschen
auch im Freien wartet, bevor es in die Geschäfte hineingeht. Insofern glaube ich, dass hier sehr gut vorgegangen wird von den Geschäften, aber insbesondere auch von der Bevölkerung. Und zur zweiten Frage der Schule und der Kindergärten. Ja, unterschiedliche Länder werden hier unterschiedliche Wege gehen. Wir haben uns sehr früh in der Bundesregierung auch gemeinsam mit Experten die Frage gestellt, was ist wichtig in dieser Krise? Und das ist zum einen natürlich das Wichtigste, Leben zu retten und alles zu tun, um die Gesundheit zu schützen. Zum anderen ist aber auch wichtig, wirtschaftlich wieder gut aus dieser Krise herauszukommen. Also es zustande zu bringen, dass die Arbeitslosigkeit nicht ins Unermessliche steigt, dass die Menschen überall dort, wo es nur irgendwie geht, ihre Jobs behalten und nicht arbeitslos werden. Und dafür eben die Priorität auf der Öffnung der Geschäfte. Und ich glaube, dass diese Priorität auch richtig gesetzt ist. Ich hoffe sehr, dass es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, auch die Schulen wieder zu öffnen. Gebe aber wieder einmal zu bedenken, dass wir hier von einer sehr großen Zahl an Menschen sprechen, über 1 Million Schülerinnen und Schüler, sehr viele Eltern dazu und gleichzeitig natürlich die Herausforderung, dass gerade bei Kindern das Abstandhalten, das Tragen von Masken nicht so einfach ist wie bei Erwachsenen. Insofern sind die Schulen eine große Herausforderung. Wir werden jedenfalls noch bis Mitte Mai auf den Unterricht, wie er derzeit stattfindet, also Distance Learning, zurückgreifen müssen und werden Ende April eine Entscheidung treffen, ob wir es für möglich erachten, die Schulen Mitte Mai zu öffnen oder nicht und wenn ja, wie. Dankeschön. Dann kommen wir zunächst zu Puls 4. Viele wünschen würden, dass es eine Zahl gibt und an der macht man es fest. Ganz so leicht ist es leider nicht. Wir müssen auf verschiedene Zahlen und Indikatoren schauen. Das Erste, und das ist das Allerwichtigste, ist die Frage, wie sieht es aus in den Spitälern und da insbesondere auf der Intensivmedizin. Sie erinnern sich zurück, zu Beginn der Krise, was war die große Gefahr? Die Überforderung der Intensivmedizin. Was haben wir in Italien erlebt? Dass Ärzte entscheiden mussten, wer behandelt wird und wer nicht. Wer lebt und wer stirbt, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Also ein ganz wichtiger Blick ist immer auf die Zahl der Hospitalisierten, ist immer auf die Zahl derer, die intensivmedizinische Behandlung brauchen und die Frage, gibt es die Gefahr, dass die Intensivmedizin überfordert wird? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und ein zweiter Faktor ist natürlich der Replikationsfaktor. Immer wenn R unter 1 ist, ist das gut. Ja, das heißt, wenn die Zahl der Infizierten sinkt und nicht steigt, das wird natürlich, je niedriger die Zahl der Infizierten wird, immer schwieriger. Wir sind jetzt noch in einer Phase, wo es möglich ist, dass die Neuinfizierten weniger sind als die Zahl der Genesenen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo R deutlich unter 1 ist. Aber natürlich, wenn man in einen immer geringeren Bereich der Neuinfizierten kommt, dann wird das immer schwieriger. Insofern ist R kleiner 1 ein ganz wesentlicher Parameter, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob wir hier von einem zweistelligen Bereich der Neuinfizierten sprechen oder einem einstelligen Bereich der Neuinfizierten, wie es in China, Südkorea oder auch in Singapur eine Zeit lang gelungen ist, oder von einer Zahl, wie wir sie haben, von 200, 300, die ja noch deutlich höher ist. Das ist so ungefähr das Gefühl, das ich Ihnen geben kann, auf welche Faktoren wir schauen und wie wir die versuchen zu bewerten. Dankeschön. Nächste Frage, Profil bitte. Zwei Fragen an den Gesundheitsminister. Anschließend die Frage vom Kollegen. Der Hausverstand sagt einem ja, wenn jetzt auf einmal in den ÖBB ein Viertel mehr Leute unterwegs sind, dann muss es doch zwangsläufig in 2 Wochen mehr Infizierte geben. Was sagen da Ihre Modelle? Ich weiß nicht, vom Herrn Popper oder wer da Ihre Experten sind. Und vielleicht einmal noch zur Klarstellung. Der Vizekanzler hat wieder von der Durchseuchungsrate gesprochen und dass die sehr gering wäre.
Jetzt wissen wir durch die SORA-Studie, es gibt eine geringe Infektionszahl. Kann man wirklich von dieser Infektionszahl auf diese Durchseuchungsrate zurückschließen? Das ist ein Irrtum. Also die Experten sagen, es geht nicht. Man kann nicht auf diese Herdenimmunität zurückschließen und Sie sagen immer, es geht. Also vielleicht können wir das einmal aufklären. Ich versuche es einmal mit der ersten Frage. Aus meiner persönlichen Sicht stimmt es nicht so ganz, denn 25%, um das Beispiel jetzt herzunehmen, mehr Frequenz im Bereich der Züge heute am Morgen im Bereich der ÖBB darf ja nicht heißen, dass wir 25% mehr Risiko haben, was die Infektionszahlen betrifft. Deswegen setzen wir ja die Begleitmaßnahmen mit einem Meter Mindestabstand, mit dem Mund-Nasen-Schutz etc. Und genau das wird ja wunderbar eingehalten. Also ich gehe davon aus, dass diese Zuwächse, sie werden wahrscheinlich ein bisschen da sein, aber sie dürfen nicht in diesem Ausmaß da sein. Und vielleicht da noch einmal zusammengefasst, aus meiner Sicht geht es darum, dass wir eine Gesamtbewertung kontinuierlich durchführen, ob wir das Virus weiter unter Kontrolle halten. Ob wir uns da jetzt von 0,8 auf 1,8 auf 2 steigern, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir nie mehr in eine Situation wie Mitte März kommen dürfen. Sollten wir Indizien dafür haben, dann bedeutet das Notbremse. Dann bedeutet das, dass wir falsch unterwegs sind. Aber wir sind weit davon entfernt und wir haben ja deswegen diesen kontrollierten Schritt in Richtung Öffnung realisiert. Wir sagen ja nicht von heute auf morgen aufmachen wieder, sondern wir versuchen einerseits, was die Frequenzen betrifft, schrittweise es zu tun und zweitens eben mit umfassenden Begleitungs- und Sicherungsmaßnahmen das zu verwirklichen. In Summe wird es darum gehen, dass wir möglicherweise leichte Zuwächse haben. Ja, das kann sein, aber das Entscheidende ist, das Grundergebnis muss kontinuierlich sein, wir haben das Virus unter Kontrolle. Das ist der entscheidende Punkt für die Bewertung. Das große Rätsel, ob man von der Zahl der Infizierten auf die Durchseuchung, sprich auf die Herdenimmunität, zurückschließen kann. Hat der Bundeskanzler immer ganz eine andere Meinung als andere Experten? Oder auch der Herr, ich meine, ich kann einen Satz dazu sagen. Also das ist ja keine Hexerei. Wir reden ja nicht von einem Virus, das es seit Jahrzehnten in Österreich gibt und wir wissen nicht, wie sich es vor 3 Jahren abgespielt hat, sondern wir reden von einem Virus, wo wir genau wissen, wann es begonnen hat, nämlich Anfang des Jahres und wo wir die Wochen abzählen können bis zum Tag unserer Stichprobe. Und insofern, wenn unsere Stichprobe ergibt, dass wir eine Zahl der Infizierten im Promillebereich haben, dann müssen Sie das ja nur hochrechnen auf die paar Wochen, die da im Februar waren und auf die Wochen, die im März waren. Und wenn Sie das dann addieren, dann kommen Sie auf eine ganz eindeutige Durchseuchungsrate, die wahrscheinlich deutlich unter 1% ist. Aber von mir aus sagen wir halt rund 1%, dann stimmt es auf jeden Fall. Und insofern ist das keine Hexerei. Sie werden es nicht auf den Promillewert genau berechnen können, aber mit rund 1% Durchseuchungsrate liegen wir selbstverständlich richtig. Danke. Okay, dann nächste Frage. Hier, ich glaube, das ist Österreich, richtig, ja? Also wenn die Zahlen in die falsche Richtung gehen, dann gibt es einen Notfallplan. Wie schaut der konkret aus? Naja, ich glaube, der Gesundheitsminister hat ja gerade sehr gut beschrieben, was bedeutet diese neue Normalität. Die neue Normalität bedeutet ja nicht, dass wir weiterhin einen Lockdown haben und dadurch die Zahlen niedrig gehalten werden, sondern die neue Normalität bedeutet, dass wir schrittweise ganz behutsam, ganz vorsichtig öffnen und wieder in Richtung Normalität gehen wollen, aber dass aufgrund von Begleitmaßnahmen wie dem Mund-Nasen-Schutz, dem Abstandhalten, der besseren Hygiene, dem Reduzieren von sozialen Kontakten, den Ausgangsbeschränkungen, wir es schaffen können, dass die Infektionszahlen unter Kontrolle bleiben. Das ist der Weg in Richtung neue Normalität. Und insofern heißt es nicht, wenn 25% wieder mehr unterwegs sind, dass die Ansteckungen gleich wieder um 25% steigen sollen, sondern im Idealfall schaffen wir es durch Abstand halten und dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz, dass das eben nicht stattfindet. Das ist der große Plan, den wir verfolgen. Und so wollen wir uns schrittweise immer steigern, mit der Öffnung der kleinen Geschäfte angefangen, bis hin irgendwann, dass wieder die Gastronomie offen hat oder auch die Schulen wieder öffnen können.
Und auf diesem Weg werden wir genau beobachten, was geht sich aus und was geht sich nicht aus. Und sollten wir merken, es geht sich etwas nicht aus, können wir einen nächsten Schritt nicht setzen oder müssen ihn verschieben. Und für den Fall, dass es wieder zu einem exponentiellen Wachstum kommen sollte, müssen wir natürlich sofort die Notbremse ziehen und verhindern, dass es zu einer Überlastung der Intensivkapazitäten kommt. Und insofern sind wir jetzt in der Phase der behutsamen, vorsichtigen Wiederöffnung, aber mit genug Abstand dazwischen, um beurteilen zu können, welche Auswirkungen hat das auf die Zahlen. Soll es eine negative Entwicklung geben, dann werden wir unseren Zeitplan strecken müssen. Soll es eine sehr schlechte Entwicklung, eine ganz negative Entwicklung geben, dann müssten wir die Notbremse ziehen. Dankeschön. Haben wir auf dieser Seite noch eine Frage? Ja, bitte, ATV. Wie viele Tests pro Tag durchgeführt werden? Eine Gesamttestkapazität, die deutlich über 10.000 liegt, inklusive der Reagenzien, das war ja immer das Nadelöhr. Wir machen mittlerweile eine bundesweite Beschaffung in diesem Bereich, das bewährt sich auch. Also wir sind deutlich über den 10.000 drüber. Im Übrigen, ich habe es zuerst schon gesagt, mit den 152.000 sind wir international ganz vorne mit dabei. Das ist aber nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir weiter uns verstärken wollen, vor allem in diesen zielgruppenspezifischen Bereichen, vor allem was die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime betrifft. Denn natürlich ist es so, dass in dieser Bevölkerungsgruppe das Risiko am größten ist. Vielen Dank. Jetzt die Kollegin vom Standard, bitte schön. Jetzt fragen sich viele, nachdem die Wirtschaft langsam angekurbelt wird, wann werden denn auch die Ausgangsbeschränkungen zum Teil zurückgenommen? Also wann können die Menschen ihre Familie wiedersehen oder ihre Freunde wiedersehen, auch draußen? Die Ausgangsbeschränkungen in der derzeitigen Form gelten jedenfalls einmal bis Ende April. Und wir werden aber zeitgerecht vor Ende April in der Bundesregierung darüber beraten, ob es notwendig ist, die Ausgangsbeschränkungen zu verlängern oder ob es möglich ist, diese zu adaptieren. Ich bitte um Verständnis, dass wir das heute noch nicht vorhersagen können. Wie kann so eine Adaptierung aussehen? Das sagen wir Ihnen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, bis Ende April gelten die Ausgangsbeschränkungen so, wie sie derzeit vorgesehen sind. Und naja, wie kann eine Adaptierung aussehen? Ich möchte jetzt nicht mutmaßen und Verwirrung stiften, aber ich glaube, Sie können sich's eh ausmalen, nämlich in Form von gewissen Lockerungen oder Erleichterungen für die Bevölkerung. Aber bitte, um keine Verwirrung zu stiften, bis Ende April gelten sie in der derzeitigen Form. Zeitgerecht wird es eine Information geben, wie es nach April, also im Mai, weitergeht. Servus TV, bitteschön. Eine Frage zu den Antikörpertests. Der Herr Gesundheitsminister hat vor einer Woche gesagt, Ende April werden die zur Verfügung stehen. Bleibt es bei diesem Fahrplan und dann, welche Auswirkungen können die dann auf die Durchseuchungsrate haben? Erwarten Sie sich da andere, validere Ergebnisse dadurch? Die zweite Frage, es wurde angedacht, mehr Obduktionen durchzuführen, um festzustellen, ob Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Gibt es da neue Erkenntnisse? Und die letzte Frage, neue Medikamente. Der Herr Penninger hat jetzt ein Medikament in Studie gebracht, unter anderem auch in Österreich. Gibt es da erste Ergebnisse? Und in Oxford auf der Universität wird gesagt, dass es im Herbst schon eine Impfung geben könnte. Wie sind da die Erkenntnisse der Bundesregierung? Ich kann vielleicht einmal mit der ersten Frage beginnen und übergebe dann an den Gesundheitsminister. Also noch einmal, die Durchseuchungsrate ist für uns keine große Unbekannte. Wir wissen ja, wann der Ausbruch der Krankheit in Österreich stattgefunden hat. Wir wissen ja, dass nicht unzählige Menschen im Februar krank waren, sonst wären unsere Intensivkapazitäten im Februar übergegangen. Und insofern ist es nicht so schwer, einen ungefähren Wert der Durchseuchungsquote auszurechnen. Ob der jetzt am Promillepunkt genau berechnet ist oder nicht, das ist natürlich nicht möglich. Aber das würde auch nicht sonderlich viel mehr an Erkenntnis bringen, wenn man es auf den Promillpunkt genau berechnen kann. Was die Antikörpertests betrifft, sind die natürlich eine Möglichkeit, um dann das noch genauer feststellen zu können. Aber da wird jetzt kaum etwas anderes herauskommen, als bei dieser ersten Stichprobe auch schon ableitbar war.
Was es aber bringen kann, ist natürlich in Bereichen, wo zum Beispiel Personen isoliert sind, weil sie Kontakt hatten, im Bereich der Polizei, wo sehr viele betroffen sind, dass man hier deutlich schneller die Isolation beenden kann, weil die Antikörpertests, ich glaube, am 10. Tag schon eine Treffsicherheit von 97% haben. Also es gibt Bereiche, wo sie sehr gut eingesetzt werden können. Vielleicht da gleich fortsetzend, was die Antikörpertests betrifft. Unser erstes Ziel ist, dass wir rasch zu diesen Testungen kommen und gleichzeitig höchstes Augenmerk auf die Qualitätssicherung ziehen und leisten, denn falsche Testergebnisse zu haben, und das kann konnte sein in der Vergangenheit, weil sowohl Schnelltests als auch Antikörpertests eine gewisse Unsicherheit hatten, die sich jetzt deutlich verbessert in Richtung Sicherheit und hohe Aussagekraft. Kommt es zu falschen Ergebnissen, ist das natürlich ein Trugschluss, der höchst gefährlich ist. Das heißt, es wird ein Abwägen sein von diesen beiden Grundfaktoren. Bestellungen haben wir durchgeführt mittlerweile. Das heißt, wir stehen hier auch aktiv im richtigen Zeitplan. Was die Medikamente und Impfungen betrifft, natürlich ist das das ganz große Ziel. Denn was ist das Ziel unserer Strategie? Das Virus unter Kontrolle zu halten, bedeutet Zeit zu gewinnen, auch um den Zeitpunkt von wirklich wirksamen Medikamenten und am Ende natürlich einer Impfung zu erreichen, ohne dass, wie bereits dargestellt, unsere Kapazitäten in den Spitälern überfordert werden bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, ich habe gerade am Wochenende eine große internationale Vergleichsstudie über die Medikamente, die jetzt in der Forschung sind, und auch über jene Institute und Konsortien auf internationaler Ebene, die am Impfstoff arbeiten, durchgelesen. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass wir die bisher in Aussicht gestellten Zeitfaktoren, die wir kennen von dem Erarbeiten von Impfstoffen, der ja im Regelfall auf rund 2 Jahre geht, dass der deutlich unterschritten wird. Ich warne allerdings davor, da allzu optimistisch zu sein. Also ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn wir im heurigen Jahr einen Impfstoff hätten. Je früher, desto besser, und ich finde es großartig, wie die gesamte wissenschaftliche Community weltweit an diesen beiden großen Zielen derzeit arbeitet, ein Medikament zu erforschen, das wirklich wirksam ist und prädestiniert ist für die Bekämpfung des Coronavirus, und gleichzeitig am Impfstoff, der uns dann eine gewisse Form von Sicherheit geben soll. Aber jetzt ist es noch verfrüht, hier konkrete Zeitpunkte tatsächlich zu nennen. Obduktionen machen wir schrittweise. Das österreichische Vorgehen ist ja kein nationales, ungewöhnliches Vorgehen, dass dann, wenn es einen Positivtest gegeben hat, dieser Betroffene, leider Verstorbene, dieser Statistik Corona-Todesfälle zugeordnet wird. Das ist die Grundlinie, die das Robert-Koch-Institut ausgegeben hat, die von vielen europäischen Ländern durchgeführt wird und praktiziert wird. Und selbstverständlich werden wir schrittweise versuchen, hier punktuell auch Evaluierungsüberprüfungen durchzuführen, das heißt Obduktionen durchzuführen. Es sind wieder einige Medienvertreter dabei via Homeoffice. Die APA ist so freundlich und stellt vertretend die Fragen. Vielen Dank. An den Gesundheitsminister. Rund die Hälfte aller Toten in anderen Ländern gibt es aus Pflegeheimen. Gibt es dazu Daten aus Österreich? Also wie viele der Toten stammen aus Pflegeheimen? Und Sie haben gesagt, die Testkapazitäten sollen auf 10.000 oder werden auf 10.000 aktuell erhöht. Dafür gibt es auch die Reagenzien. Wie viele davon sollen die Bewohner und das Personal von Pflegeheimen betreffen? Also wie viele sollen hier getestet werden? Und im Lebensmittelhandel haben wir eine Maskenpflicht in den Ordinationen und Arztpraxen nicht. Ist eine Ausweitung hier der Maskenpflicht ebenso angedacht? Also was den letzten Punkt betrifft, wir haben heute eine Besprechung am Nachmittag mit den niedergelassenen Ärzten bzw. der Ärztekammer, wo es unter anderem um derartige Fragen geht. Ich möchte auch den Betroffenen, den Medizinerinnen und Medizinern zuallererst einmal zuhören, deren Wünsche mir auch anhören, nachdem wir jetzt doch durchaus gute Fortschritte beim Eigenschutz auch der Ärztinnen und Ärzte und der entsprechenden Ausstattung gemacht haben. Könnte das ein weiterer Schritt sein, aber ich möchte zuerst einmal zuhören, was deren Vorschläge sind. Wie gesagt, dieses Gespräch findet heute Nachmittag statt. Und der erste Punkt war? Die
Toten in den Pflegeheimen, also wie viele Covid-Patienten? Wir haben gerade in Auftrag gegeben eine Gesamtstudie, um hier diese Fragen zu klären und für Transparenz zu sorgen. Derzeit gibt es eine entsprechende Einteilung, was die Altersstruktur betrifft, was das Geschlecht betrifft. Diese Daten sind ohne dies öffentlich, aber noch keine Zuweisung zum früheren Aufenthaltsort und Wohnort. Die Testkapazitäten, Verzeihung, die Testkapazitäten, 10.000 haben wir aktuell, die Reagenzien, wie viele davon sollen auf Bewohner und Personal vom Pflegepersonal? Also wir haben derzeit überhaupt keine angespannte Situation, weil ja die Zahl derjenigen, die aufgrund eines Verdachtsmoments getestet werden, das war ja die bisherige Grundstruktur, Testung dann, wenn entsprechender Verdacht vorhanden ist, die hat ja deutlich abgenommen. Man sieht das unter anderem auch daran, dass die Anrufe bei der medizinischen Hotline bei 1450 dramatisch im Sinken sind. Wir sind jetzt bei täglich rund 3.500 Anrufen. Das zeigt weniger Sorgen, die da sind, weniger Verdachtsmomente, die da sind und deswegen auch aus diesem Grund weniger Testungen. Neu kommt jetzt dazu, dass auch Medizinerinnen und Mediziner dann, wenn sie einen konkreten Bedarf sehen, derartige Testungen vorschlagen können bzw. beauftragen können, nicht selbst durchführen, das wäre ja kontraproduktiv, aber entsprechend die Testung in Auftrag geben können. Plus zusätzlich diese beiden großen Schwerpunkte, von denen ich gesprochen habe, also Gesundheitsberufe einerseits und andererseits die Bewohnerinnen und Bewohner. Und wir gehen davon aus, dass wir da in einem schrittweisen Arbeitsprozess gut mit den jetzigen Ressourcen durchkommen. Unser Ziel ist natürlich, dass das, was an Potenzial da ist, von uns auch genutzt wird, zu 100%. Und wir werden dieses Potenzial schrittweise auch weiter ausbauen. Danke. Gibt es noch Homeoffice-Fragen? Sind keine mehr. Dann vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung, vielen Dank Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Gesundheits- und Herr Innenminister. Ihnen danke fürs Kommen und den Kollegen im Homeoffice danke für die Aufmerksamkeit. Mhm.